heutigen Video rede ich über Remote-Viewing-Voraussagen, die wir nachweisbar in einem Buch getroffen haben, das 2003 erschienen ist und nie mehr verändert worden ist und das mit den heutigen Tatsächlichkeiten erschreckend genau übereinstimmt. Man könnte auch sagen, es sind nachweisbar nachlesbare Voraussagen, die wir getroffen haben und die ja eingetroffen sind. Für diejenigen, die nur die Ergebnisse wollten, es geht um mein Lieblingsthema FH, eines meiner Lieblingsthemen. Da rede ich ein bisschen mehr, gehen Sie mit mir durch. Die können 50 Minuten nach vorne gehen. Jetzt. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video. Wir probieren das heute mal hier draußen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Es ist sehr windig. Aber fürs heutige Thema ist es sehr gut, hier draußen zu sein, um so ein bisschen von da oben was abzubekommen, wisst ihr? Ich möchte heute reden über Zukunftsreisen mit Remote Viewing. Von früher ist das ein Thema, frühere Zukunftsreisen. Es ist ein echtes, wirklich ein echtes Sonntagsleckerli. Und es ist ein sehr großes Thema. Was da jetzt so einfach bei dir mal so daherkommt an deinem Rechner. In mir, meine eigene Wahrheit, in mir nimmt es sehr, sehr viel Raum ein, was wir damals getan haben, was wir an Ergebnissen geliefert haben. Und es gäbe auch darüber schon wieder ganz, ganz viel mehr zu erzählen, als jetzt nur diese schnelle Sendung, die ein paar Ergebnisse zeigt. Ich will wenigstens versuchen, da ein paar Sachen im Kontext darzustellen heute. Ja, es geht also im Grunde um Sessions hier in diesem Buch. Verdeckte Ziele heißt es, Untertitel Remote Viewing, Massenbewusstsein und Targetschutz. Wir haben damals, als wir im Jahr 2000 Remote Viewing gelernt haben, hatten wir einen unglaublichen Tatendrang. Und meinten, wir müssten jetzt mal ganz, ganz viele Sessions und am besten noch Projekte mit vielen anderen Leuten auf all die Geheimnisse in unserer Welt machen und was Remote Viewing dazu sagt. Von den vielen Dingen, die wir gemacht haben, wir haben das UFO von Petit Rocher zum Beispiel untersucht damals. Wir haben den Mond und den Mars uns angeschaut. Wir haben die Mondlandung angeschaut. Wir haben, was damals total interessant war, den Irakkrieg betrachtet. Also gibt es einen Krieg am Golf, ja, oder nicht? Und wir haben vor allen Dingen dann die Session gemacht, die zu einer Zukunftssession geriet. Remote Viewing hat immer ein paar Geheimnisse mit an Bord oder ein paar Sachen, die man nicht kalkulieren kann vorher. Und es war eine Session, die eigentlich einen sehr philosophischen Hintergrund hatte, wo ich ins eigentliche Menschsein hereinschauen wollte. Es ging damals darum, was unser Denken und unser Handeln bestimmt. Wodurch wird von den Menschen das Denken und Handeln bestimmt? Und man sieht an der Fragestellung schon, es war eine sehr philosophische Frage. Und so benannte ich das Kapitel damals auch Freiheit, Schicksal, Roboter. Ja, also das war die Grundlage war eigentlich, sind wir freie Wesen, haben wir einen freien Willen? Haben wir ein Schicksal, einen vorgegebenen Weg? Oder sind wir mehr oder weniger, damals dachte ich, biologische Roboter, ganz im Sinne von diesem einen Philosophen, der auch sagte, Tiere sind im Grunde nur Bioroboter. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Habe ich aber auch im Buch beschrieben. Und verzeiht mir, wenn ich das Buch in die Kamera halte. Nein, es ist keine Werbung. Und nein, ich muss da überhaupt jetzt nichts verdienen dran. Es ist mir sogar relativ gleich. Angesichts der Tatsache, dass 95% und eher mehr sowieso über Amazon bestellen und dort bei einem Verkaufspreis von einem Buch 20 Euro 2 bis 2,50 beim Autor landen, ungefähr 4, 5, 6 Euro beim Verlag, irgend so etwas drum, je nachdem wie es ausgehandelt wird, und der Rest dann an Amazon geht, könnt ihr mir glauben, ihr unterstützt mit jeder Buchbestellung Amazon. Aber nicht die. Da müsst ihr dann direkt bestellen bei den Verlagen oder bei den Autoren.
ich biete das nicht gewerblich an, wenn dann nur im Einzelfall. So. Also von daher, der Werbeaspekt ist hier wirklich nicht der Grund. Der Grund ist, dass ich auf etwas zurückgreifen möchte, kann und es sich anbietet. Denn die, ja, nee, ich laber das jetzt einfach so knallhart raus. Die meisten, die heute über Remote-Führung oder viele, die über Remote-Führung erzählen, die erzählen was vom Pferd. Okay? So, mal ganz hart gesagt jetzt. Ja, ja gut, muss mal raus. Erzählen was vom Pferd, noch immer. Und können eigentlich alles erzählen. Und worüber ich besonders glücklich bin, ja, glücklich, ist, ja, nee, ich mach's nochmal, dass in diesem Buch wir, wow, bum bum, in diesem Buch wir 2003, ach, das ist ein Gewitter, jetzt hab ich, ja, cool, hier kommt ein Gewitter, 2003 festgestellt haben, was wir an Zukunftssessions unter anderem auch ermittelt haben und das aufgeschrieben haben. Und es wurde seit 2003, dieses Buch, das ist jetzt, meine ich sogar noch, ja, ja, genau. Das ist jetzt eines von diesen ganz alten Büchern, Erstauflage, das ein Belegexemplar war, wo ich eigentlich jemanden danken wollte für Fotorechte, das dann zurückkam. Ja. Das ist eines von den alten Büchern und das wurde auch nie verändert, dieses Buch. Ja. Warum plädiere ich das so? Ja, eben, weil wir da Aussagen treffen, die heute hochbrisant sind und über die wir gleich reden. Jetzt bin ich allerdings schon wieder ein bisschen ins Plaudern gekommen. Ich wollte euch vor allen Dingen zu Anfang auf etwas aufmerksam machen. Das erste Interview ist jetzt gelaufen, oder das zweite, das erste war ja mit den Masken und den Werten darunter. Schaut euch mal bitte, und so, da spoilere ich Neudeutsch schon mal ein bisschen etwas, schaut euch mal bitte unter Kunstaktion Schwarze Wahrheiten in Limburg. Könnt ihr in YouTube mal eingeben. Ich möchte es eigentlich auch, oder werde es hoffentlich auch unter den Kanal, unter das Video hier geben. Die Leute, die da mitgemacht haben, da habe ich mir einige geholt und habe die interviewt gestern, oder wir haben miteinander gesprochen, mein Gott. Ich meine, es war ein sehr intensives und ein sehr gutes Gespräch, das auch, ich hoffe, die nächsten Tage dann kommt und angeschaut werden kann. So wie ich ja auch schon gehört habe, dass die Leute zu mir sagen, Frank, was du alles ankündigst, wozu du noch Videos machen willst. Und ich habe gestern zu ihm auch gesagt, ja, wir machen diese Videos auch alle. Ja, so Gott will da oben, ja, machen wir diese Videos alle. Ich habe das im Kopf noch. Wir wollten MK Ultra und Masken und. Ich habe das im Kopf. Es ist nur so, ich kann, wie jetzt das heute, das war überhaupt nicht geplant gewesen. Das fliegt mich dann eben an. Ja, und ich höre mittlerweile auf diese Dinge. Ich mache es nicht mehr nach meinem Plan. Das habe ich 50 Jahre im Leben getan. Und das, was bedeutet das? Im Forum hat irgendeiner, und ich bin sehr glücklich über dieses Telegram-Forum, nochmal im Besonderen, wie das da läuft. Ich habe den Eindruck, die Leute sind da nochmal ein bisschen freier, nochmal ein bisschen offener als in YouTube. Kann das sein? Wisst ihr, mein Eindruck. Gefällt mir sehr gut, wie sich das entwickelt. Ich habe ja lange genug gebockt dagegen, weil ich mir dachte, die Struktur von dem Telegram-Kanal, die ist dann unterbrochen. Nein. Toll. Gefällt mir. Was wollte ich jetzt sagen? Telegram-Kanal. Schiete, schiete. Nochmal. Ich hab's wieder. Das, der Trigger. Ich lese dann also in dem Forum und da zählt dann irgend... Wow. Cool ausgesucht heute wieder, was? Und dann erzählt irgendjemand da drinnen über seine Träume. Und ich merke, wie mich das dann schon... triggert. Das geht gar nicht in meine Pläne rein, aber irgendwie hat dieses Post auf mich eine Trigger, eine Sogwirkung, wo ich mich erinnere, ja, dass ich gerade heute Nacht wieder sehr intensive Traumzeit von Leuten geträumt habe, wo ich im Traum definitiv mit meinem Alltagsbewusstsein, wir Remote-Viewer sind Psychonauten. Wer das lange macht, der möchte behaupten, kennt sich ein bisschen besser aus in seinem Kopf. Wo ich mit meinem träumenden, noch wachen Alltagsbewusstsein sehr genau feststelle, dass diese Person tot ist und nicht lebendig. Ich gehe mal näher ans Mikro ran. Und ich das im Traum sehr wohl weiß und gleichzeitig aber im Traum es absolut normal finde, dass diese tote Person jetzt mit mir redet, sie mir in dieser anderen Realität, ich weiß, ich träume, begegnet, ich mit ihr spreche. Und beide Wahrheiten haben komplett nebeneinander Platz. Ja. Und
Ich glaube nicht mehr an Zufälle. Das ist nicht so. Ich glaube an Synchronizitäten und an Bedeutsamkeiten. Und wenn ich so einen Traum habe und danach im Forum eingetriggert werde auf Dinge in mir, zusammen mit dieser Krise, flop, fallen mir diese alten Sitzungen von 2003 ein, wo wir eben in die Zukunft gereist sind, wo wir eine Reise ins Menschenkollektiv, in die Gedankenwelten der Menschen, in den Geist, in den Kollektivgeist der Menschen unternommen haben. Und mir kommt schlagartig in den Kopf, dass das das Thema ist, über das dann heute gesprochen werden will. Gerade wenn man es mit Covid dieser Tage dann eben und den Ereignissen um uns herum vergleicht. So. Und so ist es eben, dass ich mich immer mehr auf sowas Spontanes einlasse. Gut. Ja. Fangen wir bei RV an. Ich werde also, das sollte jetzt rausgekommen sein, aus dem Buch wahrheitsgemäß eine Session wiedergeben. Wodurch wird das Denken und Handeln der Menschen beeinflusst, wo wir Zukunftsreisen dann auch gemacht haben, wie entwickelt sich das bei den Menschen. Und ich gebe zu bedenken, ohne Vorannahmen über das, was dann als Ergebnis kam. Vorannahmen waren so philosophische Aspekte. Ist der Wille frei? Haben wir es mehrheitlich mit Vererbung zu tun? Ich muss mal jetzt hier unterbrechen und umziehen, ihr merkt es. So, da draußen hagelt's. Volle Kanne, brauchst du dich rauszugehen? Ich musste jetzt nach hier drinnen ausweichen. Ich glaube, ich bin stehen geblieben dabei, dass ich sagte, dass ich eine RV-Geschichte habe und so, wie ich euch heute über diese Ergebnisse oder über einen Teil der Ergebnisse dieser alten Zukunftssessions erzähle, so trete ich auch für diese ein, so wie ich hier sitze. Ja? Als ganzer Mensch, der einfach sagt, es gibt mehr als unsere Realität und wir sind mehrdimensionale Wesen, die damit verbunden sind mit anderen Realitätsschichten. Allerdings werfen gerade, und deswegen ist das heute wirklich ein echtes Leckerli, was ich so ja in der Fülle der Videos hinwerfe. Aber gut, die Sachen sollen raus. Sie werfen aber einen Haufen Fragen auf. Zukunftssessions, die eintreffen, sind problematisch. Das ließ uns damals schon, und da wollten wir niemandem was beweisen oder so, aber als wir Sessions gemacht haben, zum Beispiel auf den Irak-Krieg, also wird es Krieg am Golf geben, und wir hatten dann Daten, die das bejaht haben, und dann der Krieg losging, dann war das für uns einschneidend. Denn es hat uns die Frage nach diesem Raum-Zeit-Gefüge hier stellen lassen. Uns ganz persönlich. Denn es gibt noch ein Element bei einer Remote-Viewing-Session, das sehr bedeutsam ist. Und zwar ist das individuelle Empfinden, das du nicht ausgedrückt bekommst. So ähnlich, wer das von euch kennt, ja, ich kenn's. Wenn du jetzt eine Rückführung machst oder eine Reinkarnationssitzung oder sowas, dann hast du eine Art Lebensgefühl in dieser Sitzung. Nennen wir es eine Art anderes Ich Bin. Das aber unabhängig von der Frucht ist, dass du aus dieser Sitzung ziehst, dass das über die reinen Daten hinausgeht. Und dieses Ich-Bin-Gefühl bei der Sitzung, die ich euch dann gleich oder bald vorstelle, dieses war ich auch als unter anderem als Viewer beteiligt, der nicht wusste, auf welches Target er da geschickt wird. Und dieses Ich-Bin-Gefühl ist da sehr viel größer nochmal als das, was ich heute über Daten transportieren kann und was ich dann versuche, in Gleichnissen noch zu tun, ja. Also wir haben alles da, wir haben harte Fakten, ja. Aber ich will euch sagen, selbst darüber hinaus gibt es noch ein Mehr, ein nicht darstellbares Mehr, das du nur haben kannst, wenn du dann
das damals empfunden hast. Die Remote-Vier unter euch, die wissen jetzt wahrscheinlich, von was ich rede. Es sind auch so diese Annäherungskämpfe, wenn du an das Target drankommst über die Stages und du merkst die ersten Gefühle in dir. Und die präzisieren sich nachher, wenn es erfolgreich läuft. Und dann bist du in einem Bereich drin, ich nenne es mal ein neues Ich-Bin, aus dem du dann aus diesen Datenfeldern, so stellen wir uns das ja vor, Fakten holst. Ja. Okay, also meine oder unsere RV-Geschichte hier ist die, dass wir also, nachdem wir das gelernt haben, sofort das benutzen wollten, Pyramidenbau, alles, Weltbildsysteme, um Fragen beantwortet zu bekommen, die wir damals hatten, 2003. Ich erkenne viele von diesen Fragen heute in der alternativen Szene wieder und würde sagen, dass es so ein Ding ist von alle Wege führen nach Rom. Egal wo du anfängst, bei mir selbst war es in der Kindheit die Frage nach dem Weltkrieg, der gelaufen ist. Egal wo du anfängst, alle Wege führen nach Rom. Es sind Lockmittel, hört sich zu fallig an, aber wenn du, egal wo du fragst, du kannst bei Heilmitteln anfangen, überall, du stößt auf die Unregelmäßigkeiten in dieser Welt und das, was hier schiefläuft, und du stößt weiterhin, wenn der Ansaugprozess oder die, wie ein Magnet, wenn du genügend angezogen wirst von etwas, was sich wie Wahrheit oder Liebe anfühlt, dann kommst du immer zum selben Ziel, egal wo du beginnst. Und egal wo du beginnst zu fragen, du musst nur immer beharrlich weiterfragen. Und das ist ein, ja komm, wir genau, das will halt heute scheinbar so raus, freut mich. Und das ist aber eine Qualität, die hast du in dir. Und das ist eine Qualität, die heißt Sehnsucht. Dieses immer weiter fragen wollen, ne? Wie es in Matrix gesagt wird, dass in dieser Realität etwas nicht stimmt, dass dieses bohrende, beharrliche Gefühl in dir wahrscheinlich auch da ist, das dich immer weiter fragen lässt. Das sind Grundparameter, eingespeiste Grundparameter in uns selbst, die meine Interpretation zurückwollen. Da sehe ich auch Erlösertum. Deckt sich auch, aber da sind wir gar nicht mehr beim Thema, deckt sich auch mit meinen frühesten Erinnerungen an dieses Raumzeitgefüge hier so. Was soll ich hier? Wo bin ich hier? Fühlt sich wahr an, ist aber nur ein Ausschnitt, als ich noch vollgefüllt war wie Liebe und nichts anderes hatte als diese Liebe in die Welt geben zu wollen. Das war der Hauptauftrag. Und durch dieses Besoffensein mit Liebe war ich mir ziemlich sicher, dass ich noch das zehnfache Bündel dessen, was ich jetzt auf dieser Erde tue, hätte nehmen können. Aber auch nur, weil man noch durchdrängt war mit diesem Gefühl von Liebe. Und jetzt hier, wenn man wenn man dann ein paar Jahre auf dieser Erde hier so weilt, ja, ist es auch mir so gegangen, dass ich ich sag mal, die einzig glücklich machende Anhaftung zu teilen vergessen habe. Und das ist die Erinnerung und das Wissen an die einzig wahrhafte, echte Realität, die es geben mag. Die ultimative Realität, Gott. Und ich fühle mich heute nicht mehr imstande, die zehnfache Menge von dem, was ich damals im Überschwang der Liebe mit hier einbringen wollte, zu bewerkstelligen, um Gottes Willen. Also auch jetzt die Zeit hinterlässt Narben. Wir sind alle traumatisiert davon. Wie jemand einen Vernichtungsfeldzug gegen alles Menschliche führen will, ist eine Nummer. Aber gut, ey, ich komme ins Schwadronieren. Wir wollen heute RV machen. Das ist das, was raus wollte und das machen wir heute. Und mich wundert immer, dass es überhaupt noch Kritik an RV gibt. Mich hat damals überzeugt, eine Regierung nimmt Geld in die Hand und Personalmittel und Ressourcen, um Spione auszubilden, Agenten auszubilden, die mithilfe ihres Kopfes, deswegen auch da hinten dieses eine Buch, Geheimwaffe Gehirn vom Jim Schnabel, ja. Das ist der Punkt. Das Gehirn sollte
ganz klar unsere Dimensionen missbraucht werden. Unsere menschlichen Fähigkeiten, Telepathie als Urkommunikationsform von uns Menschen, nicht reden, nicht schreiben, nicht Handy daddeln, sollte missbraucht werden für machterhaltende, machterweiternde Zwecke, für einen Krieg, der ins Mentalfeld getragen wurde. Da haben wir so Anknüpfungen an die Geostrategie-Sendungen, wo wir sagen, im Mentalfeld ist bereits ein Krieg entbrannt. So hat es damals auch einer der Psychokrieger selbst benannt. Wir haben ein neues Schlachtfeld, eine neue Dimension. Mich wundert, dass es da überhaupt noch Zweifel gibt oder aber die geschürt werden. Leute, es ist lange Rede, kurzer Sinn, es ist ganz einfach. Remote Viewing funktioniert, Punkt. Wir leben zu 10% an der Oberfläche von dem, was wir für wahr, für uns, für ich halten. 90% sind Unterbewusstsein, das sind wie Pilze und Myzel, wir sind verbunden miteinander. Unser Ich, je Ego auslastiger das Ganze gelebt wird, ist wie in einem Knast, wie ein Remote-Führer auch sagte, als er schickt schon mal einen voraus, als er ins Morpho-Feld Bewusstsein von den Menschen eintauchte, er nannte es ein Affenkäfig. So Bilder kommen den Leuten dann bei, wenn sie ans Ziel rangenähert werden. Genau das ist es. Wenn du innerhalb deines Verstandes identifiziert und angehaftet bist, und ich bleibe dabei, die brutalste aller Anhaftungen auf dieser Welt bildet die Liebe. Als ich das vor 20 Jahren das erste Mal las, dachte ich mir, die Autorin, die Elisabeth Haig war das damals mit dem Buch Einweihung, nettes Buch, dachte ich, die hat einen Schatten. Ja? Nee, könnte ich heute genauso. Was mich an diese Welt hier noch bindet, ist die Liebe. Die Liebe zu anderen Geschöpfen. Und der ganze Rest. Da könnt ihr, wenn ihr das möchtet, wir machen dann jetzt heute Sonntagsblausch zusammen mit Remote Viewing. Tut mir leid, wie es rauskommt. Da könnt... ich hab's am Nachttisch. Vom Yogananda, die Autobiografie eines Yogi, mal lesen. Im letzten Viertel beschreibt der astrale Welten. Echt, auch ein totales Leckerli, müsste man hier auch mal vorstellen, mache ich aber kein Special zu. Da brauchst du das hier nicht mehr. Es ist wunderschön, diese Welt, aber was es an astralen Welten gibt, wow. Okay, gut. RV. Der Nachteil bei RV, und wir kommen jetzt wieder ganz nah zum Thema, ja? Was haben wir jetzt? Na gut, 10 Minuten geht. Der Nachteil bei RV ist, dass du dich eben in kollektive Energiebereiche von uns Menschen hereinbegibst, die, ja, das wissen wir doch, eben bereits abgefrühstückt worden sind durch Geheimdienste. Und als man dann schon in den Mid-90ern, 95, 96, sagte, ja, nee, die RV-Einheit, die war ja gar nicht so erfolgreich. Wir lösen die jetzt auf, die Amerikaner. Dann habe ich das damals schon nicht geglaubt, als ich dann auch die Sitzung hier gemacht hatte und so. Und als die dann just anlässlich des Irakkrieges wieder in Erscheinung traten, das war der Joe McMoneagle, der damals auf den Saddam Hussein angesetzt wurde, da wusste ich, dass die nie aufgehört haben da drüben. Warum sage ich das? Weil ich ausdrücklich, und ich lege meinen, ja, kann man Angeber jetzt sagen, ich lege mein Gewicht als einer der wirklich alten Remote-Viewer als Wort hier hinein, dass es Bereiche gibt, die sind gefährlich. Sie sind gefährlich, weil sie fremdkontrolliert werden. Und weil eine Remote-Viewing-Session ein Resonanzprozess ist zwischen deinem Gehirn als Empfänger und den Feldern, in denen du dich herumtreibst. Und diese Bewusstseinsfelder als ein Teil von einer Masse, die insgesamt das Bewusstseinsfeld Mensch ausmachen, sind zum Teil fremd besetzt. Fremd informiert und legen, drücken wir es bildlich aus, kontrollieren auch den Zugriff, der stattfindet.
Das bedeutet, du als Remote-Viewer in bestimmten Teilbereichen, wenn du heute alles über UFOs wissen willst oder Archonten oder die hohle Erde oder jetzt über C, ganz egal, hinterlässt du Spuren. So wie viele Remote-Viewer auch immer sagen, sie bleiben, und ich kann das bezeugen, sie bleiben mit dem Target verbunden. Etwas von dem Target bleibt, also von dem Zielgebiet, auf das du geschickt wurdest, bleibt immer in dir. Etwas wird, davon wird Teil von dir. Das ist ein normaler Resonanzprozess, so wie wir den haben, wenn wir in den Alpen rufen und kriegen ein Echo ab. Das ist noch ein normaler Resonanzprozess. Dasjenige, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, wächst in dir. Denjenigen Engel oder Teufel, den du auf deiner Schulter fütterst, der wächst in dir, der wird zu dir. Und der wird dann auch deine zukünftigen Entscheidungen immer mehr beeinflussen. Das heißt, nee, das wird zu viel. Das wird zu viel. Schicksal und sowas, was daraus erwirkt aus den Einzelentscheidungen und so. Das machen wir jetzt nicht. Ich will heute ja auf diese Zukunftssessions gehen. Und diese Zukunftssessions, die ich euch heute zeige, die haben nachdrücklich, und diese Sendung heute eignet sich sehr gut nur zum Hören, weil ich sehr wenige Bilder dann habe. Ja, das nur als Hinweis zwischendrin. Tut mir leid, dass es nicht so linear ist. Ja, dafür ist es authentisch. Dafür ist es authentisch. Und gerade heute muss ich ganz viel aus meinem Inneren holen, als Rückerinnerung. Und diese Zukunftssessions, die haben in gewisser Weise uns negativ gesagt, das Rückgrat gebrochen, aber positiv gesagt, das Rückgrat von einer Manschettenwelt, in der ganz viele Leute gefangen sind. Also so, als hätte man die Gitter des Affenkäfigs verbogen oder so etwas. Ja. Denn wir haben erlebt, dass das, was wir auf die Zukunft hin geviewt haben, eintrat und dass diese Erlebensprozesse in einem drin nachher deckungsgleich mit dem waren, was geschah. Und wenn heute von Zombie-Apokalypsen, ich habe es nicht ohne Grund immer mal wieder auf diesem Kanal gesagt. Und auch das ist eine Synchronizität in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob die Sendung für euch total langweilig ist, aber sie ist wirklich in mir so intensiv, schräg aus mir selbst heraus dann mal. Gestern hat sie auch schon einer der Interviewpartner in mir angetriggert, ne? Als wir darauf kamen, auch auf Zombies, also die. Und ich dann auf diese alte Sendung, die Körperfresser kommen, der alte Spielfilm mit dem Donald Sutherland, das sind irgendwie zwei, der Papa und der Sohn. Da ist es so, dass ein Alien-Virus quasi hier auf dieser Erde landet und die Leute, die befallen werden, entmenschlichen. Die sind dann entpersonifiziert. Die haben keine Gefühle mehr. Die haben nur noch ein Kollektivbewusstsein. Und sie entwickeln einen Hass gegen alles Individuelle, gegen alles Menschengebliebene, die man immer dann erkennt, wenn sie noch Regungen zeigen. Wenn sie Angst zum Beispiel haben, Gefühle, wenn sie sich, guckt euch den Film an, die Parallelen zu heute sind frappierend. Wenn sie sich draußen bewegen, unter lauter Robotern, unter lauter biologischen Maschinenmenschen, dann müssen sie sich selbst in einen Tarnmodus versetzen und müssen ihre Gefühle im Zaum halten, weil wenn sie eine Regung zeigen oder auch nur Angst spüren oder so etwas, denn sie laufen ja zwischen lauter Zombies, dann, also quasi Zombies, dann werden sie sofort entdeckt und dann machen diese Wesen, die machen mir so mit dem Zeigefinger, guckt euch den Film an. Nicht den aus den, ich glaube, 2000ern wird er auch nochmal gemacht. Entweder den ganz alten Schwarz-Weißen, der nicht so eindringlich ist wie der aus den 70ern, so empfinde ich die. Und dann bitte macht Parallelen, nein, das ist keine 6. Dann macht bitte Parallelen zu der Zeit heute. Und dann sind wir bei ganz abgefahrenen Geschichten, ob dieser Alt-Alien-Mythos unter Umständen, ne, weil das Alien- und UFO-Phänomen als Pop-Art der Neuzeit, ja,
Auch die Verbindung Drittes Reich, sonst was irgendwie. Wir haben es auch in diesem Buch alles angeschnitten, zumindest über die Sessions. Hat einen besonderen Stellenwert. Und der könnte durchaus heute auch noch mit C korrespondieren. Dass nämlich C anstelle dessen, ja nicht wie die Filme es gezeigt haben, sondern anstelle dessen heute als massenwirksames Phänomen aufgesetzt worden ist. Und da ist sogar eine Verbindung dann zu diesen Alt-Sessions hier. Das war zu verklausuliert. Vielleicht stelle ich die Sessions erstmal einfach dar. Es war, also was das Denken und Handeln der Menschen verursacht, war eine der damals neueren Target-Definitionen. Ja? Wenn du wissen willst, wo du mit Remote Viewing landen willst, was du untersuchen möchtest, musst du das Ganze als Zielgebiet definieren. Und da gibt's Tricks. Du kannst frontal, und so haben wir das zuerst gemacht, ein Zielgebiet formulieren. Sagst du, ich will jetzt unbedingt alles wissen über den Angriff auf Pearl Harbor, ja, am so und so viel, um so und so viel Uhr. Dann kriegst du das halt raus. Je nachdem, daher auch immer meine Vergleiche mit der Glasscheibe der Menschen, wie das individuelle Buntglas, die Persönlichkeit eines Menschen, im Verhältnis zum Ziel befähigt ist, Ergebnisse individuell filtern zu können. Kam das an? Heißt, wie das Gleichnis mit dem Elefanten in einem dunklen Zelt. Du schickst 10 Menschen da rein und 10 Leute werden dir abhängig von ihrer Perspektive und Betrachtungsweise unterschiedliche Ergebnisse liefern. Weil sie eben so ausgerichtet sind, diese Menschen. Und damit ist ganz klar, dass es sehr gute, dass es Individuen gibt, die sehr befähigt sind für bestimmte Bereiche, um die auszukundschaften. Wenn du gut malen kannst, wenn du überhaupt in deinem Leben, Achtung, Hinweise sind das alles, gelernt hast, hinzugucken. Die meisten Menschen sehen nicht. Ich gehöre in weiten Teilen dazu. Weil ich nicht gut aufmalen kann dann. Bitte sehr, wir machen ein Experiment. Nimm ein beliebiges Video in YouTube, gib wegen mir Kirsche oben ein, klick eins an, guck es dir ab jetzt 10 Sekunden an und halte bitte jetzt das Video an. Ja, spontanes. Ja, so, hast du jetzt wieder angemacht, hast du das Video in YouTube gesehen, wunderbar, dann tu es bitte weg. Okay, ich würde jetzt dann nochmal 10 Sekunden weiterreden, 15, 20, ganz egal. Und jetzt sage ich zu dir, male bitte auf, was du gesehen hast. Dann wirst du merken, dass wir als Menschen, oder im Buch habe ich ein Beispiel, das heißt, stell dir mal ein paar Zugvögel vor. Hast du? So wie sie gegen Melancholia, wie sie in den Süden fliegen, wenn du sie am Himmel siehst, in ihrer Dreiecksformation, siehst du vor deinem geistigen Auge, wunderschön, sag mir bitte, wie viele es sind, ja. Wir sehen nicht. Wir sehen nicht. Und so gibt es unterschiedlichste Leute, die befähigt sind. Also zum Beispiel gibt es auch nur bestimmte Leute, die du auf vermisste Kinder setzen kannst. Oder auf Ermordete. Weil die es einfach nicht gebacken bekommen, wenn die mit diesen Energien konfrontiert werden. Andere kriegen es hin. Jeder erlebt diese Realität über den Filter seiner Persönlichkeiten. Das schlägt sich auch extrem in den Sessions nieder. So, jetzt kannst du Frontal-Sessions eben machen. Heißt, waren die alten Target-Definitionen. Heißt, du sagst, ich will eben nach Pearl Harbor oder ich nehme mir ein UFO-Foto da hier so vom Dritten Reich oder so, steck das mal rein und dann sollen die Leute mir sagen, was da als Akte ist. Kann man machen, geht. Allerdings würde die Interpretation dessen, was man dann an Daten bekommt, und die Leute erzählen dir zuallermeist dann eben von den UFOs und so weiter, die Interpretation dieser Daten jetzt bei so einer Target-Formulierung ist schon wieder sendungsfüllend. Denn die Frage ist, was hast du gefühlt? Was hast du da an Daten ausgelesen? Was ist Realität? Welche Ebenen der Realität gibt es? Und wo hast du dich darin rumgetrieben? Und das sind keine Ausflüchte, Leute. Wir dürfen uns nur verabschieden davon, dass unsere Realität, in der wir leben, auch nur annähernd so ist, wie wir die hier wahrnehmen. Länge, Breite, Höhe und ein bisschen Zeit dazu. Und dann sind wir schon sicher, was hier evident ist. Käse. Das, Leute, ist der Affenkäfig.
Das ist der Affenkäfig, das ist das Gefängnis aus Verstand und Rationalismus und Vernunft gebaut. Das, was uns in Quarks und Co. und mit Professor weiß ich nicht hier, der Gatekeeper, ihr wisst schon, erzählt wird. Ja? Weil wir viel mehr sind. Und entweder du tunnelst, du machst dieses Bewusstsein klein, was ihr seid, was ich bin, was wir sind, oder du benutzt es, um abzuleiten, abzulenken immer wieder. Das sind die grundlegenden Techniken der Manipulation. Und mit Manipulation hatten wir es hier ganz viel zu tun, weil auch diese Kollektivfelder manipuliert sind. Teilweise jetzt schon. Und eine Maske ist eine verbilderte Ableitung von Bewusstseinsenergie. Ein Aspekt dieser Maske, ein Aspekt. Ja, weil wir alle beschäftigt sind, uns eine Notlage zu bezeugen. Ja, guck, der hat sie auch an. Weil eine Realität vorgegaukelt wird, die es so nicht gibt. Alle glauben dran. Nee. Schönes Sonntagmittag. Auch gestern gerade einer erzählt. Frankfurt am Mainufer. Alle ohne Maske da unterwegs. Volleyball, als wäre nichts gewesen. Deswegen dann die Polizeieinsätze. Nur die Leute, die haben dann keine Angst vor C oder davor, dass sie tot umfallen. Dass das böse Virus kommt, ja. So, sie haben Angst vor den Ordnungskräften oder vor Strafen, ja. Und das kommt bei sowas raus. Gut, wir sind heute nicht bei 10. Ich bin wirklich gerade sehr unsicher, ob diese lange Einführung, vielleicht ist es, weil ich dem Thema gerecht werden will, weißt du? Denn es hat so viel, in mir greift das, was damals geschah, so viel Raum, dass ich vielleicht die ganze Zeit versuche, das rüberzubringen und dann Sorge habe, dass es als Schwadronieren aufgefasst wird. Das ist meine Essenz, weißt du, was ich so mitbringe, als Schwadronieren aufgefasst wird. Das ist ein Problem. Deswegen suche ich eigentlich auch immer ein Gegenüber, mit dem man reden kann, weil dann kannst du sehen an den Reaktionen, wo es was Unverständliches und so, dann, ja, okay. Okay. So haben wir damals gemerkt, dass es eine Menge von Feldern gibt, die alten Target-Definitionen, die manipuliert sind und wo du dann voll gegen die Wand läufst. Tust UFO rein, kriegst UFO raus, weißt aber nicht, was das jetzt wirklich hier fürs jetzige Raumzeitgefüge bedeutet. Okay. Müssten wir auch schon wieder länger reden und mehr. Wir sind damals also hingegangen und wollten wirklich so mehr philosophisch wissen, Wie ist das mit den Menschen? Wieso tun die, wie sie tun, handeln, wie sie handeln? Und ich schwöre euch so, wie ich hier sitze, es war keine der Sessions, die jetzt dann beabsichtigt dystopisch werden sollte. Mit der Formulierung hegte ich die Vermutung, den Realzustand dieser Welt im kreativen und erschaffenden Bewusstsein der Individuen suchen zu können, ja? Wodurch das Denken und Handeln der Menschen bestimmt und verursacht wird, dass es in uns so eine kreativ erschaffende Instanz gibt, die also zum Beispiel aus einer anderen Dimension heraus befähigt ist, das Hier und Jetzt zu modellieren, zu erschaffen, neu zu machen, abzuwandeln. Der Scientology würde sagen, der operierende Tetan vielleicht, fällt mir spontan dazu ein. Jemand, der also mehrdimensional befähigt ist hier, über Geisteskräfte, so wie Neo in der Matrix vielleicht, fähig ist hier zu manipulieren und zu So käme auch ein Regenbogen möglicher Antworten wie viele alternative Hinweise in Betracht. Beim Aufstellen des Targets wären zum Beispiel Lösungsansätze wie freier Wille des Handelnden. Ist eine Sache des Erbgutes oder Anmerkung zur Natur des Menschen möglich gewesen. Ein vergeistigter Aspekt wäre ebenso gültig wie Verweise auf Massenmedien. Ja, den Einfluss hatten wir schon. Bedacht, da könnte was sein, kulturelle oder religiöse Prägungen. Insgesamt also ein offenes, kreativ zu bearbeitendes Ziel
mit interpretatorischen Möglichkeiten des Viewers. Und hier ist ein Geheimnis drin, auch für diejenigen unter euch, die schon BusyRV gemacht haben, aber vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben. Wenn du Targets der neueren Generation, waren das schon, ich habe auch immer wieder geschrieben, das Geheimnis liegt am Rande. Du gehst nicht frontal auf ein Ziel zu, das auch schon verseucht ist, wo Geheimdienste, wo sonst wer schon rumgefuhrwerkt hat und energetisch Bereiche aufgeladen hat. Ich sage wie so oft immer, ihr dürft das, was ich sage, gerne öfter mal aus mehreren Perspektiven sehen. Eine Wahrheit ist zwischen zwei Lügen, so macht man es gerne im Menschenkollektiv. Du hast durch Bewusstsein gebildet, und da sei auch gerne auch mal wieder, das hätte ein Remote-Führer schreiben müssen, das Transurfing beschreibt es ganz gut. Ich sag mal, die Mechanik des Kollektivbewusstseins. Durch Bewusstsein gebildet hast du Bereiche, Energiebereiche, die wurden durch frühere Hirne gefüttert. Was einmal gedacht wurde, kann nicht zurückgenommen worden. Sagen wir mal, du hättest einen UFO-Forscher im Dritten Reich gehabt. Was der gedacht hat, hat er in die Matrix, ja, jetzt habe ich schon einen Namen gesagt, in ein kollektives Bewusstseinsfeld hereingegeben. Jetzt muss man dazu sagen, das war jetzt doof von mir, Remote-Viewer benutzen den Begriff Matrix 180 Grad anders, als er durch den Film Matrix gebraucht wird. Im Film ist die Matrix das Gefängnis. Raum, Länge, Breite, Höhe, Zeit, ja. Ein Remote-Führer meint damit den Bewusstseinsspeicher. Okay, ich versuche diesen Begriff also jetzt zukünftig zu meiden, Matrix. Ich nenne es den kollektiven Bewusstseinsspeicher. Diese Dateninhalte sind eingedacht worden. Deswegen schreibe ich auch in Kulissenriss immer wieder, Bewusstsein ist die Währung dieses Planeten. Und ihr merkt wahrscheinlich, wir sind dabei ganz, ganz wichtigen Aspekten bis heute. Wir nähern uns langsam eben an. Und diese Bewusstseinsfelder, stellt es euch vor wie Felder, wie Apfelmenschenprinzip ist da ganz gut für die Vorstellung. Oder diese Seifenblasenkulissen, ne? Die organisches Universum, sind wir in dem Bereich drin? Diese Bewusstseinsfelder werden aufgeladen. Die sind kleiner oder größer, kann man sich die vorstellen. Aber durch was? Ja, eben durch Bewusstsein. Durch Denken, durch Fühlen. So etwas, ich will da reingehen, so etwas wie der Zweite Weltkrieg, wenn ich das ist ein, ihr dürft aus dieser Raumzeit-Matrix hier jetzt euch mal verabschieden. Und da ist der Zweite Weltkrieg noch genau so existent, als gäbe es keine Zeit. Nämlich energetisch, bewusstseinsmäßig aufgeladen. Wir sind nun bereits in einer Dimension drin, wo alles je Gedachte nebeneinander, übereinander, ineinander vorhanden ist, vernetzt ist und immer auch da ist. Wir sind da in der Zeit, wo die Größe oder Gewichtigkeit eines Aspekts, eines Geschehens ewig ist und abhängig davon, wie viel Bewusstseinsenergie reingegeben wurde. Und jetzt erkennt ihr vielleicht die riesige Falle auch, die ein C, deswegen gehen wir in der Truman Show immer wieder, darauf ist die Truman Show aufgebaut, darauf ein, was für eine Trap, ich habe jetzt gerade die Falle, das englische Wort, C bildet. Denn so wie es Traumfänger über Betten gibt, gibt es dann eben auch Bewusstseinsfänger in diesem Raum-Zeitgefüge. Da werden die ganzen Energien der Menschen kanalisiert. Das ist wie ein riesiges schwarzes Loch, in dem das Bewusstsein getunnelt wird. Ja? Ich gucke jetzt extra aus Sicht eines Remote-Viewers da drauf. Ja? Jemand, der in dieser Raum-Zeit Geschichte verankert ist, sagt, ah ja, dass viele Leute an Masken denken, ist ja klar. Ja, das ist klar. Aber mir geht es hier um eine andere Betrachtungsweise. Wir gehen dann weg von dieser Welt und betrachten die Dinge aus einer geistigen Dimension heraus. Und da gibt es zum Beispiel keine Zeit. Und da werden diese Bewusstseinsfelder werden, so haben wir das damals 2003 sehr deutlich bemerkt, die werden auch benutzt. Ja?
Und zum Beispiel siehst du das heute ganz, ganz eindeutig mit dem C. Das ist im Grunde eine schwarzmagische Geschichte auch, indem du ein Bewusstseinsfeld C so, so weit, so dominant aufbläst, dass dahinter alles verblasst. Und du kannst heute kaum noch ein Thema bringen, auch alternativ nicht, wo C irgendwie eine Rolle spielt. Und das könnte eine, ich vermute dahinter sogar auch, eine Kontaminierung.